Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich spreche über Chemiekritik bei Edgar Zielsel und Otto Neurath. Im Band von Donata Romizzi, Monika Wulz und Elisabeth Nemeth gibt es ja drei Beiträge, die sich mit dem Thema Chemiereligion, Chemiekritik auseinandersetzen, nämlich von Elisabeth Nemeth, dann von Julia Köhne, die ja 2014 eine sehr wichtige Monographie geschrieben hat über den Chemiekult in Geisteswissenschaften und Literatur um 1900, und von Bernadette Reisinger. Ich möchte in meinem Vortrag eigentlich einerseits eine etwas stärkere Konzentration auf die politische Dimension des Themas legen und andererseits eine Vergleichsperspektive zu Otto Neurath einziehen. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hatten Genieverehrung und Persönlichkeitskult jedenfalls eine große Bedeutung, und zwar eine Bedeutung, die über den geistig-kulturellen Bereich hinausging. Etwa was die Verbindung betrifft, des Geniebegriffs zu politischen Führungspersönlichkeiten. Ein Beispiel von vielen ist die dreibändige Wandervogel, also Biografie oder Geschichte der Wandervogelbewegung von Hans Blüher, in der dieser diese Wandervogelbewegung als männerbündische Formation beschreibt, die von herausragenden, genialen Führungspersönlichkeiten geprägt wurde. Die Kehrseite dieser Beschäftigung mit dem genialen Individuum war in der Regel eine sehr elitär angehauchte Kritik am Kollektiv, an der Menge oder an der Masse. Diese anti-egalitär ausgerichtete Massenkritik war auch ein fixer Bestandteil der intellektuellen Kultur, der intellektuellen Kultur des Konservatismus in dieser Zeit. Und Edgar Zielsel und Otto Neurath sind zwei Beispiele dafür, für Intellektuelle, die in derselben Zeit, also die sich einerseits damit auseinandergesetzt haben, die in derselben Zeit gelebt haben und die auch zahlreiche Schnittpunkte in ihrer intellektuellen und politischen Biografie aufweisen, die sich aber zu unterschiedlichen Zeiten mit dieser Geniefrage beschäftigt haben. Zielsel nämlich bereits, wir haben es gehört, 1918 sehr systematisch in seinem Buch Die Genie-Religion, auf das ich nachher ein bisschen eingehen werde, und dann Mitte der 20er Jahre noch einmal detailliert mit einer Arbeit über die Entstehung des Geniebegriffs 1926, und Neurath viel später, nämlich erst in der Emigration und in einem ganz anderen Kontext, nämlich im Kontext der Frage nach den Ursachen für den Erfolg und für die hohe Aufnahmebereitschaft, die die nationalsozialistische Ideologie in weiten Teilen der deutschen und natürlich auch österreichischen Bevölkerung gefunden hat. Zielsel und Neurath kannten beide einander, sie kooperierten miteinander, sie korrespondierten. Umso erstaunlicher oder vielleicht erstaunlich ist es, dass es keine zeitgenössische Reaktion von Neurath auf die Chemiereligion gibt. Es gibt spätere Reaktionen in Beiträgen aus den 1930er Jahren und in einem Beitrag aus 1941. Er verweist aber dann auch im Zusammenhang mit den späteren Arbeiten, auf die ich jetzt dann noch eingehe natürlich, niemals explizit auf Zielsels Befassung mit Genie-Religion, mit Genie-Kult. Das ist zumindest interessant, und auch in der Korrespondenz, die wir verfügbar haben von 1934 bis 1940, also die Neurath-Zielsel-Korrespondenz, findet sich kein einziger Hinweis auf die Befassung mit der Frage des Genie-Kults, der Genie-Religion. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir aus früheren Jahren keine Korrespondenz haben, wissen auch gar nicht, ob es eine gegeben hat, aber es ist zumindest möglich, und können von daher natürlich auch nicht ausschließen, dass das früher einmal Niederschlag gefunden hat. Kurz zu den beiden unterschiedlichen Kontexten dieser Genie-Diskurse. Zielsel hat wie gesagt das Buch 1918 veröffentlicht, also im Jahr des Aufbruchs, des demokratischen Aufbruchs, Fragen der Gleichheit, etwa erstmals gab es ein allgemeines und gleiches Wahlrecht, Phänomene wie Massenbewegungen, Massenaufmärsche spielten vor allem in der Arbeiterbewegung eine große Rolle. Und Zielsel war, und das muss man vielleicht auch noch sagen, die Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der größten Partei, glaube ich, Europas, was die Mitgliedschaft betrifft, hat in den folgenden Jahren dann die 700.000er-Grenze überschritten. Das ist für so ein kleines Land wirklich höchst erstaunlich.
Gleichzeitig gab es vor und nach 1918 immer auch eine stark ausgeprägte rechte Kritik, eine Kritik rechter Intellektueller an Gleichheit, an Demokratie oder an der Massenpartizipation. Namen, die stellvertretend genannt werden können, sind etwa Ottmar Spann oder Josef Eberle. Man kann das alles sehr detailliert nachlesen in dem Buch Black Vienna von Jakob Wassermann. Zielsen und Neurath waren beide Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei. Sie sind auch im gleichen Jahr beigetreten, 1918. Beide hatten keine Parteifunktionen im engeren Sinn. Neurath war etwas stärker verankert, was sich vor allem darin gespiegelt hat, dass er in der Arbeiterhochschule vorgetragen hat, was eine sehr wichtige Position war. Wobei auch Zielsen natürlich in der Arbeiterbildung tätig war. Und beide haben regelmäßig in sozialdemokratischen Periodika publiziert, Neurath etwas mehr. Beide waren im Otto-Bauer-Kreis, beide zählten zum linken Flügel des Wiener Kreises, auch wenn wir gehört haben, dass Zielsel gewissermaßen nur zur Peripherie des Wiener Kreises gezählt hat, und beide waren im Verein Ernst Mach im Vorstand aktiv. Also es gab sehr viele Überschneidungen. Um die unterschiedlichen Positionen, in denen sich Zielsen und Neurath befunden haben, als die Genie-Religion erschien, möchte ich erwähnen, dass ich zufällig auf einen Artikel gestoßen bin in der Zeitung, im Periodikum, in der Tageszeitung Die Zeit. Das war eine liberale Tageszeitung vom 8. April 1919. Und das ist deswegen interessant, weil sich da in unmittelbarer Folge aufeinander zwei Artikel finden. Der erste ist ein Bericht über die Ausrufung der Räterepublik in Bayern. Das war die erste Räterepublik, die der Literaten, also die die Kommunisten noch abgelehnt haben. Und direkt danach in der Zeitung kommt eine ausführliche Rezension der Genie-Religion, und zwar von Egon Friedell. Das ist auch deswegen interessant, weil Neurath, wie die meisten wahrscheinlich wissen, in dieser Räterepublik der Präsident des Zentralwirtschaftsamtes geblieben ist, muss man sagen. Das heißt, es zeigt einfach die beiden sehr, sehr unterschiedlichen Positionen. Neurath hat sich damals mit ganz anderen Dingen, nämlich hauptsächlich mit Sozialisierung, beschäftigt. Er hat das Thema dann allerdings, wie ich schon gesagt habe, in der Emigration dann aufgegriffen. Von Neurath gibt es allerdings kaum Publikationen zum Thema. In seiner mehrere hundert Titel umfassenden Publikationsliste gibt es genau zwei Texte, die sich mit diesem Genie-Thema, mit diesem Geniebegriff befassen. Und zwar unter dem Überbegriff des deutschen Klimas, womit er ein intellektuelles Klima, eine geistige Tradition, wenn man so will, auch kollektive Denkmuster gemeint hat. Er wollte herausarbeiten, dass sich die deutsche Literatur und Philosophie, dass sich dort bestimmte Einstellungen, Entwicklungen entwickeln konnten, aus denen der Nationalsozialismus zwar nicht entstehen musste, aber auf denen er gewissermaßen aufbauen konnte. Und er erklärt auf diese Weise auch die hohe Aufnahmebereitschaft für die NS-Ideologie, aber dazu komme ich etwas später. Interessant ist vielleicht, dass der junge Neurath, wenn man das so nennen will, keineswegs ein Kritiker der Genie-Religion war. Er hat ja gemeinsam mit seiner Frau, der ersten Frau, der Sozialistin und Feministin Anna Schapire, 1910 die deutsche Übersetzung von Francis Galton, Hereditary Genius, herausgegeben. Anna Schapire hat das übersetzt. Sie haben gemeinsam eine Einleitung dazu geschrieben, und sie haben sich in dieser Einleitung sehr stark identifiziert mit dieser Idee der Genievererbung, wenn man so will. Also es war auf jeden Fall keine Geniekritik, die Neurath dann 1910 vertreten hat. Interessant ist allerdings, dass weder im umfangreichen Werk Neuraths noch in dem von Schapire, das auch noch einige Jahre währt, eigentlich nur mehr ein Jahr währt, also stirbt er 1911, dass sich in diesen beiden Werken keine einzige weitere Spur mehr zu diesem Thema Vererbungslehre, Galton etc. findet. Also das ist gewissermaßen ein einmaliges Erlebnis gewesen. Jetzt vielleicht zu Zielsel. Edgar Zielsels Geniekritik ist, glaube ich, kann man sagen, ein unabgeschlossenes Projekt, an dem er auch nach der Publikation des zweiten Buches, also die Entstehung des Geniebegriffs, noch weiter gearbeitet hat. In beiden Büchern, in der Genie-Religion und in der Entstehung des Genie-Begriffs, werden jeweils Fortsetzungen angekündigt, durch entweder im Vorwort oder durch Inserate im Buch, die dann zumindest in dieser Form nicht erschienen sind. Auch in politischen Texten von Zielsel taucht das Thema immer wieder auf, vor allem in den 1920er und frühen 1930er Jahren. Und in seinen zahlreichen Vorträgen, die Zielsel im Roten Wien gehalten hat, widmet er sich der Thematik noch ein Jahr vor seiner Emigration.
Das Buch der Genie-Religion erscheint aber wesentlich früher, wie gesagt 1918. Es ist in drei Teile gegliedert: die Dogmatik der Genie-Religion, die Genie-Verehrung und das Genie-Ideal und den dritten Teil über metaphysische Werte, das Ideal der Sache. Ich sage dazu nur ein paar kurze Worte, um einen Eindruck zu vermitteln. Die beiden ersten Abschnitte sind in mehrere Unterkapitel untergliedert, in denen die Inhalte dieser Genie-Religion dargelegt und gleich im Anschluss daran widerlegt werden sollen. Dazu zählen etwa Vorstellungen von Nach- und Mitwelt. Zielsel weist darauf hin, dass in der Genie-Religion das Genie immer für die Nachwelt wirkt, nicht für die Zeitgenossenschaft, und dass nur die Nachwelt die Bedeutung des Genies erkennen kann. Und Zielsel zeigt aber, das von der Mitwelt verkannte, also erst von der Nachwelt anerkannte Genie ist die Ausnahme. Die meisten der Künstler, die in der Gegenwart als Genie anerkannt sind, also die meisten historischen Künstler und Gelehrten, die in der Gegenwart als Genies anerkannt sind, sind das auch schon in ihrer Zeit gewesen, waren auch schon in ihrer Zeit erfolgreich. Das verkannte Genie, auch ein wichtiger Begriff, kann so in die Rolle des Märtyrers schlüpfen. Für das Erkennen von Genies treten spezifische Kenner, nämlich Literaten, als Priester der Genie-Religion, wie Zielsel das nennt, auf die Bühne. Das heißt, der Begriff der Genie-Religion wird mehrfach gefüllt: Märtyrer, Priester, viele andere Dinge mehr. Ein weiterer Bestandteil dieser Dogmatik ist die Idee der Brüderschaft in Verbindung mit der Idee der Tiefe. Die Genie-Religion wird nach Zielsel, also in der Genie-Religion wird nach Zielsel die Uneinigkeit der Genies abgetan als eine bloße Oberflächlichkeit, weil die Genies doch zusammengehalten werden, auch wenn sie miteinander streiten, nämlich durch Tiefe. Und dieser Begriff der Tiefe, der ist gleichermaßen der Kern wie auch die schützende Hülle des Brüderlichkeitsdogmas. In der Tiefe sind sich die Genies gewissermaßen einig. Tiefe kann bedeuten Gedankentiefe, Tiefe des Gemüts, vieles mehr. Es ist für Zielsel ein Begriff, der das Fehlen von nachvollziehbaren Maßstäben, wie man Genialität, wie man eine geniale Persönlichkeit definiert, sehr stark herausstreicht. Und er hält fest, wer von Tief spricht, meint den Denker, nicht den Gedanken. Und er resümiert, jetzt darf ich einmal zitieren, dass das Dogma von der Brüderschaft der Genies nicht besser begründet ist als die Dogmen über Mit- und Nachwelt. Ja, wir dürfen jetzt füglich bezweifeln, dass sich die Menschheit so bequem in zwei Klassen der Genies und der Menge einteilen lässt, wie der ein wenig rohe Begriff des großen Mannes es annehmen will. Weil der Genie-Enthusiasmus immer ein Enthusiasmus für die Persönlichkeit ist, niemals ein Enthusiasmus für die Sache, ist der Genieverehrer per se auch der unsachliche Mensch, wie Zielsel schreibt. Und Zielsel geht auch der Frage nach, wie hängt jetzt Genieverehrung zusammen etwa mit Toleranz? Und er sagt, der Toleranzbegriff der Genieverehrer ist ein sehr ambivalenter, denn es existiert einerseits Duldsamkeit, aber nur gegenüber dem Genie, währenddessen gegenüber dessen Gegnern eine ausgeprägte Unduldsamkeit an den Tag gelegt wird, zumindest sofern es sich bei den Gegnern nicht auch um Genies handelt. Als Beispiel führt er die Gegnerschaft von Richard Wagner und Friedrich Nietzsche an. Basis der Genieverehrung ist das Persönlichkeitsideal, und das beobachtet Zielsel auch in der gegenwärtigen Unterhaltungskultur, verweist etwa darauf, dass in Kinofilmen der überlegene Detektiv, der verkannte Künstler, der große Erfinder oder der Naturforscher auftauchen. Und diese Betonung der Sachlichkeit gegenüber der Persönlichkeit ist übrigens diametral einem fast zeitgenössischen Aphorismus von Karl Kraus entgegengesetzt, der einmal geschrieben hat: Gute Ansichten sind wertlos, es kommt darauf an, wer sie vertritt. Wie soll der Wert einer Sache eigentlich bemessen werden? Nach welchen Kriterien kann der Wert ermittelt werden, fragt Zielsel, jedenfalls nicht mit Rückgriff auf die Natur, sondern nur durch kritische und rationale Prüfung. Zielsel warnt vor absoluten Werten und schreibt eben, dass wer nicht absolut schwärmt, also für das Genie nicht absolut schwärmt, der verachtet auch die Menge nicht absolut. Mein Eindruck ist, was die Rezeption des Buches betrifft, aber die habe ich nicht systematisch
recherchiert, aber mein Eindruck ist, dass das Buch häufiger außerhalb des sozialdemokratischen Lagers besprochen worden ist als in den Medien der Sozialdemokratie. Ich bin auf zwei Rezensionen zumindest gestoßen, die relativ ausführlich sind und von prominenten Rezensenten geschrieben worden sind. Die eine war von Egon Friedell, die habe ich schon erwähnt, die andere von Hermann Bahr im Neuen Wiener Journal. Und interessanterweise kommentieren beide dieses Buch, kurz nachdem es erschienen ist, relativ zustimmend. Bahr etwa, und also einerseits zustimmend, andererseits aber auch distanziert. Bahr etwa zitiert den Gedanken von Zielsel, wonach die Genialität mancher Schriftsteller darin zu bestehen scheint, von der Genialität anderer zu berichten. Und er schreibt in Klammer: Ich fühle mich betroffen, Rufzeichen. Friedell schreibt, er möchte mit einem scharfsinnigen Denker wie Zielsel gar nicht über Details seiner Analyse diskutieren, aber er wisse, in einer Welt ohne Menschenanbetung und Genieverehrung, wie Zielsel sie anstrebt, also in einer durch und durch sachlichen Welt, in einer solchen Welt wolle er bestimmt nicht leben. Jedenfalls Friedell und Bahr heben beide den sachlichen Tonfall hervor. Und Friedell schreibt sogar, eine aggressive Theorie werde in nobler, behutsamer, unfanatischer Art vertreten, und Bahr lobt an den Sätzen Zielsels, deren Haltung sie seien so igniert, haben Takt und verzichten aufs Pedal, eine Seltenheit in unserer überschwänglichen, alles dreimal sagenden, nichts ruhig aussprechenden, sondern immer sofort beteuernden, beschwörenden, durchaus aufs Animieren drängenden Zeit, in der jeder Redner zum Zuredner und das Applausbedürfnis für den Ton entscheidend wird. So schreiben also Friedell und Bahr. Ich finde ehrlich gesagt, angesichts des sehr parteiischen, oft ironischen und manchmal ins polemische überschwappenden Tonfalls eine etwas überraschende Einschätzung, aber das war sie. Zielsel hat jedenfalls den Themenkreis Geniekult, Führer, Massen auch in anderen Texten, vor allem in Texten der 1930er Jahre aufgegriffen, dazu nur ein paar kurze Hinweise, etwa im Text Weltgeschichte und Einzelmensch, der im Arbeiterkalender 1930, also von Luitpold Stern erschien. Da geht es um die Frage: Sind es Fürsten, Feldherren, politische Führer, die geistigen Leuchten der Menschheit, die Geschichte gestalten, oder schieben sich die Massen nach eigenen Gesetzen vorwärts, alle Führer nur als Werkzeuge benutzend? Das war jetzt ein Zitat. Und Zitzel plädiert wenig überraschend für eine kollektivistische Geschichtsauffassung. Und dann gab es noch zwei Beiträge im Kampf von 1930, soziologische Bemerkungen zur Philosophie der Gegenwart, wo er eine Literaten von einer Professorenphilosophie unterscheidet und gerade in ersterer, also in der Literatenphilosophie, den Gedanken diagnostiziert, dass wenn es um Inspiration, um angeborene Begabung, um geniale Persönlichkeiten geht, dass der Literat dann seine eigenen Lebensbedingungen quasi in Anlehnung an allerlei religiöse Traditionen zu einer Genie- und Inspirationsmetaphysik ausbaut. Und in einem wesentlich späteren Beitrag, ich glaube der letzte, den er noch unter realem Namen geschrieben hat, also im Kampf zumindest, die gesellschaftlichen Wurzeln der romantischen Ideologie, verweist er eben auf den prägenden Einfluss der Romantik auf das Genie-Ideal, wo, darf noch einmal zitieren, jene merkwürdige Zweiteilung der Menschheit auftaucht, die der wimmelnden Masse einige wenige überragende Individuen entgegenstellt. Solche Ausnahmemenschen bestätigen sich zwar sehr verschieden, sind aber doch durch ihre Genialität irgendwie übersinnlich zusammengeschlossen. Soweit jetzt einmal zu Zielsel. Ich darf im Vergleich jetzt auf das Genie und das deutsche Klima bei Neurath zu sprechen kommen, wo dieses Thema, wie ich schon erwähnt habe, wesentlich später auftaucht, nämlich im Rahmen seiner Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus, den er quasi von außen, also auch zuerst aus den Niederlanden und dann nach seiner Flucht aus den Niederlanden nach England, von England aus betrachtet hat. Wie sehr Otto Neurath diese Frage nach den Gründen des Aufstiegs des Nationalsozialismus beschäftigt hat, lässt sich kaum an publizierten Texten ablesen.
Zwar veröffentlicht er pseudonym zwei Artikel in der Emigrantenzeitung Die Zeitung, Londoner Deutsches Wochenblatt, aber welchen Stellenwert dieses Thema tatsächlich für ihn hatte, wird erst deutlich, wenn man die Korrespondenz kennt und wenn man auch unveröffentlichte Texte genau aus dieser Zeit kennt. Seine These lautete in etwa: Der Aufstieg und die Herrschaft des Nationalsozialismus und auch die hohe Unterstützung und Akzeptanz, die dieser erlangte, waren Folgen eines spezifischen deutschen Klimas, wie er das immer nennt. Typisch für dieses menschliche Klima, ein anderes Wort dafür, war die Vorstellung vom Genie und der kategorische Imperativ. Das Genie schildert er als eine Figur der Kulturgeschichte, die stets das Außergewöhnliche, das Metaphysische, auch das Dämonische verkörperte. Eine Figur, die generell außerhalb der für die Allgemeinheit geltenden Regeln steht. Ein Genie konnte tun und lassen, was es wollte, vor allem auch das, was dem gewöhnlichen Menschen nicht erlaubt war, dem gewöhnlichen Menschen versagt blieb. Mit dem Genie-Kult bringt Neurath immer wieder die Figur von Goethe in Verbindung, und zwar sowohl als Autor der literarischen Figur des Faust, als auch als eine biografische Figur, die zum Genie verklärt wurde. Und da gibt es ja tatsächlich viele Belege für diese Genie-Biografik. Der kategorische Imperativ, schreibt Neurath, bewertet die Pflicht des Einzelnen höher als das individuelle Gewissen. Diese Mischung aus Geniekult einerseits und Pflichtgehorsam andererseits bildete, und davon war er überzeugt, das schreibt er immer wieder, eine wichtige Grundlage für die positive Aufnahme einer auf Führertum und Gefolgschaft basierenden NS-Ideologie. Einer der beiden veröffentlichten Artikel, also nur dieser kurzen veröffentlichten Zeitungsartikel, trägt auch den Titel »Das Genie und der kategorische Imperativ«. Er wurde im Februar 1945 in der Zeitung, also in Die Zeitung, publiziert. Sein ungewöhnlicher, eigentlich ein literarischer Text, wie es von Neurath ja einige gibt, sehr unterschiedliche literarische Texte, in dem drei Personen auftreten. Sie haben den Namen Karl, Arthur und Anna. Der Beitrag wird aus der Perspektive von Arthur erzählt und er ist auch unter dem Pseudonym Arthur Feldner geschrieben, in der Ich-Form. Er gibt aber vor allem auch in direkter Rede ein Gespräch dieser drei Figuren wieder. Wie zahlreiche Beispiele aus der Korrespondenz zeigen, greift Neurath mit diesem Gespräch Themen auf, Gesprächssituationen auf, die sich in der Korrespondenz immer wieder genau so oder ähnlich dargestellt haben. Neurath selbst vertritt in diesem Dreiergespräch ganz offensichtlich die Position Karls. Karls ist übrigens Otto Neuraths zweiter Vorname und 1918 und 1919 hat er zahlreiche Artikel als Karl Wilhelm geschrieben, also sein zweiter und sein dritter Vorname. Dieser Karl sagt an einer Stelle: Für den außerordentlichen Menschen, der von den anderen dazu ernannt ist, es zu sein, gelten die normalen Gesetze nicht. Er ist der geniale Mensch, der dämonische Mensch, der Mensch mit Intuition. Und die anderen, die haben ihren kategorischen Imperativ, das Gefühl, ihr eigenes Selbst vergewaltigen zu müssen, wenn es das Sittengesetz verlangt. So die literarische Figur des Karl. Natürlich analysierte Neurath das deutsche Klima nicht nur am Beispiel Goethe oder Kants. Es tauchen immer wieder viele Autoren auf, die entweder der nationalsozialistischen Weltanschauung zugeordnet werden können oder die zumindest in diesem Sinne instrumentalisiert worden sind. Beispiele sind Friedrich Nietzsche, Paul de Lagarde, Julius Langbein, Hans Grimm, Oswald Spengler, Houston Stuart Chamberlain und viele andere mehr. Für Neurath war ein menschliches Klima, das ist vielleicht interessant im Kontext der Debatten der Zeit, keineswegs gleichzusetzen mit nationalem Charakter. Das war eine Idee, der sehr skeptisch gegenüberstand. Er hat eher auf einer Verbindung insistiert zwischen bestimmten Merkmalen und Geisteshaltungen, die in der Philosophie und Literatur zum Ausdruck kommen, und dem Verhalten der Menschen. Das menschliche Klima war gewissermaßen so eine Art Ensemble unterschiedlicher Einstellungen und Verhaltensweisen. Dass ein solches Klima, also das Klima eines Landes, die in ihm lebenden Menschen beeinflusste, setzte nicht voraus,
dass alle die entsprechende Literatur gelesen hatten. Denn Neurath wusste natürlich, dass das nicht der Fall war. Aber es ermöglichte den Gebildeten, oder es ermöglichte es den Gebildeten, diese Gedanken zur Rechtfertigung ihrer Handlungen heranzuziehen, während etwa breitere Schichten durch Artikel in Zeitungen oder durch die Schule, durch die Schulerfahrung mit diesen Gedanken vertraut gemacht worden sind. In einem späteren Papier, das sich im Neurath-Nachlass in Haarlem findet, das den Titel trägt Education in Occupied Germany, also ein sehr spätes Papier, beschreibt er diese Wirkungsweise folgendermaßen. It seems a more likely hypothesis that kind and friendly German boys and girls may become influenced by the overemphasis on certain things in the tradition of the best German literature and so be indirectly prepared for Nazism. Rather than that we subscribe to the Wensittat theory that on an average Germans are butcher birds by birth. Das heißt, das Klima beeinflusst also und schafft indirekt bestimmte Voraussetzungen, aber niemand ist dazu bestimmt, nur weil er oder sie in Deutschland geboren wurde. So wie Wensittat, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man den richtig ausspricht, aber das ist der frühere Staatssekretär im britischen Außenamt, der diese Bestseller geschrieben hat über die Prägung der Deutschen, die Schuld der Deutschen am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Dieser Wensittat hat während und nach dem Zweiten Weltkrieg sehr auflagenstarke Bücher geschrieben und von diesen Thesen distanziert sich Neurath eher, als dass er ihnen zustimmt. Betrachtet man die Resonanz und die Rezeption der These Neuraths, soweit vorhanden, dann ganz anders als bei Zielsel, wo logischerweise aufgrund der umfangreichen Publikationen eine wesentlich umfangreichere Reaktion vorliegt, dann fällt auf, dass die Reaktionen sehr distanziert sind. Selbst bei dem von mir erwähnten Artikel ging eine vorsichtige, im einleitenden Absatz formulierte Distanzierung der Redaktion zu diesem Artikel voran. Und so gut wie niemand unter seinen Briefpartnerinnen und Briefpartnern war auf Neuraths Linie. Manche widersprachen sogar vehement. Zweitens ist der Nachdruck bemerkenswert, mit der Neurath all jene überzeugen wollte, die dieser These zum deutschen Klima skeptisch gegenübergestanden sind oder abgelehnt haben. Weil immer wieder kam er darauf zurück und es waren seitenlange, elendslange Briefe und Auseinandersetzungen. Im Falle einer alten Freundin aus Wiener Tagen, Dora Lucker, die wie Neurath sich in England befand, führte dies beinahe zum Abbruch einer jahrzehntelangen, sehr engen persönlichen Beziehung. Das hat auch damit zu tun, also die Intensität, mit der sich Neurath mit diesem Thema beschäftigt hat, dass diese Reflexionen auch eine Art Selbstbefragung waren, eine Beschäftigung mit der eigenen Biografie. Denn vor dem Hintergrund dieser Erklärungen und dieser Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus wollte Neurath die mentale, die kulturelle, die intellektuelle Tradition neu überdenken, in der er sozialisiert worden war. Und er begann auch die eigene Geschichte wieder neu zu betrachten. Vor allem in der Korrespondenz mit Menschen, die Neurath aus der Wiener Zeit kannte und die zum Teil ja auch in England gelebt haben in der Emigration und mit denen er sich ausgetauscht hat, forderte er immer wieder dazu auf, Erinnerungen mit ihm zu teilen, seine Erinnerungen vielleicht zu korrigieren, zu unterstützen, Reflexionen beizusteuern und so weiter. Er fragte nach Personen, nach bestimmten Ereignissen, nach Stimmungen, nach Mentalitäten, also in Wien der Zwischenkriegszeit und in der Vorkriegszeit. Und immer wieder kommt die Frage nach dem Antisemitismus. Immer mehr begriff sich Neurath nicht nur retrospektiv in seiner früheren Rolle in den Jahren in Deutschland und Österreich als Außenseiter einer dominanten politischen und kulturellen Kultur, eines kulturellen Klimas, in dem nur wenige Sympathien für seine Haltungen existiert haben. Zielsel und Neurath verfolgten also zwei Ansätze zu den Interpretationen des Geniekults, die unter anderem gemeinsam haben, dass sie beide das Thema auch sehr stark politisch betrachtet haben. Sie zeigen beide Verbindungen auf zu autoritären, zu totalitären Ideologien, zum den irrationalen Persönlichkeitskult. Zwischen der Emphase für diese außergewöhnlichen Menschen und der Ablehnung von Gleichheit und Demokratie.
Das sind sicher Gemeinsamkeiten. Es gibt auch eine Reihe von Unterschieden, die ich, glaube ich, deutlich gemacht habe und die natürlich auch mit dem unterschiedlichen Kontext zusammenhängen. Ich finde trotzdem, dass es natürlich bedauerlich ist, dass die beiden keine Gelegenheit hatten, in der Emigration darüber in den Dialog zu treten. Vielen Dank. Ich soll das jetzt selbst moderieren? Ja. Ja, vielen Dank. Ich mache die Diskussionsleitung und frage gleich, welche Fragen. Bitte, Frau Matter. Ja, vielen Dank. Das war wirklich super spannend. Es liegt eine gewisse Ironie in der Geschichte, finde ich, wenn wir dieser Position von Zinsel gegenüber dem Geniebegriff betrachten, dass Herbert Feigl dann später, wenn er in seinen Schilderungen zum Wiener Kreis Zinsel beschreibt als outstanding brilliant mind und sagt auch, dass Zinsel darauf bestanden hat, dass er nicht zum Wiener Kreis gehört und zu keiner Schule, und dazu finden sich auch Gedanken von Zinsel, unter anderem auch in dem von dir zitierten Aufsatz soziologische Bemerkungen, wo Zinsel sagt, dass das Gehören einer Gruppe gefährlich ist, weil, das würden wir heute bezeichnen als Bubble, weil man sich dann immer wieder austauscht mit Menschen, die ungefähr genauso denken wie man selber. Also ich finde interessant diese komplexe Einstellung, die Zinsel hat gegenüber der Individualität. Einerseits betont er immer, sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft, den Wert des Kollektivs, und auf der anderen Seite aber mahnt er und sagt, ja, aber Vorsicht, eine gewisse Art und Weise zu einem Kollektiv zu gehören, ist aber nicht gut. Ja, danke für den Kommentar. Das ist sicher interessant und ist vielleicht auch eine interessante Brücke zu dem, was wir nachher hören werden, zum Verhältnis von Zinsel zur Sozialdemokratie und zur sozialdemokratischen Partei, worüber ich jetzt natürlich nichts sage. Ich finde, also wenn Zinsel selbst als außergewöhnlich oder sozusagen in die Kategorie des Genies gehoben wird, da gibt es eigentlich bei Neurath ganz ein ähnliches Phänomen. Also da gibt es ja auch diesen Begriff des Universalgenies, das auftaucht für Neurath. Und ich glaube, das ist eine falsche Übersetzung oder Übersetzung von Johnston, oder? Also von dem Johnston-Buch in der Übersetzung, glaube ich. In der deutschen Übersetzung ist dann Universalgenie. Das ist natürlich etwas, was Neurath selber nicht sehr geschätzt hätte. Aber danke für den Hinweis, das ist eine gute Überlegung, finde ich. Hans. Ja, du hast am Schluss den Antisemitismus erwähnt. Und ich war irgendwie immer, ich habe es nirgendwo geschrieben, aber immer der Meinung, dass das Ideal der Sache und wie auch später die Betonung der Kultur der Handwerker etc. war eigentlich die Vorstellung von einer Gesellschaft, wo Menschen, die etwas können, etwas beitragen, auch zur Gesellschaft, in dieser Gesellschaft anerkannt werden. Und in Wien hat es genügt, dass man zu jemandem gesagt hat, sei jung. Ne? Also das heißt, jede Debatte wurde ja damit erledigt. Was ist Wissenschaft? Das ist das, was ein Jud vom anderen anschreibt. Ja? Oder noch der Kreisky, ja, dem einfach Abgeordnete der ÖVP sagen konnten, ich soll ihn sagen konnten, denen ist nichts passiert. Also das war Charakteristik, das war in Wien etwas Besonderes, noch so in der geballten Form. Und ein bisschen habe ich da immer den Eindruck gehabt, das ist der Traum von einer Welt, wo das Ideal der Sache den Menschen gilt und den Menschen es ermöglicht, mit anderen und unter anderen Menschen Mensch zu sein. Ja. Und ich halte das für nicht also abwegig, dass dieses Ideal der Sache und dieses Ideal des Handwerkertums dahinter steckt. Das ist auch nichts Schändliches, ja, dass das
Interessant war nur, und das glaube ich, damit bin ich schon fertig, das Interessante ist in meinen Augen, dass er das bei der frühneuzeitlichen Wissenschaft empirisch belegen kann. Ja, das ist das Besondere. Und umgekehrt, der Geniekult hing eng zusammen, die Antisemiten waren alle Geniekultler. Ja, das war charakteristisch. Also da hat man nicht viel, niemand von denen da ist ja umgegangen und gesagt, also naja, die Massen. Die Massen waren Pöbel, die viel zu vielen, wie Nietzsche sagt. Ne? Ich würde mal ganz kurz sagen dazu, zum Thema Antisemitismus. Ich finde das ein Beispiel der Biografie von Neurath sehr interessant, dass es ja eigentlich aus der Zwischenkriegszeit kaum Äußerungen von Neurath gibt, wo er über Antisemitismus schreibt oder sich selbst als jemand interpretiert, der mit antisemitischen Vorwürfen oder Problemen konfrontiert ist, die ihm von Antisemiten zugetragen werden oder die ihm in den Weg gelegt werden. Obwohl bei Neurath das ja zum Beispiel so ist, dass schon in dem einen der beiden Gutachten zu seiner Dissertation, und das ist das Jahr 1906, tatsächlich eine antisemitische Zuschreibung sich findet. Also das ist eigentlich ganz bemerkenswert. Das hängt sicher damit zusammen, dass Neurath sich selbst nicht als Jude verstanden hat, also zumindest nicht in dieser Zeit. Und umso interessanter ist dann diese Phase in der englischen Emigration, wenn er sich mit unterschiedlichen Leuten, die gleiche Zeit erlebt haben, einfach über bestimmte Ereignisse neu verständigen will und sozusagen die gemeinsame Erinnerung noch einmal wiederbeleben will. Und da taucht dieses Thema dann tatsächlich auf. Das ist ziemlich, ziemlich spannend und würde einmal eine systematische Beschäftigung lohnen, glaube ich. Vor allem, weil es ja unglaublich viele Briefe gibt. Ja, ich glaube jetzt. Bitte. Okay. Ja, vielen Dank. Ich fand das sehr spannend und das hat mich jetzt gerade erinnert an die Selbst- oder an diese Äußerung von Ernst Gombrich, der gesagt hat, dass er solche Systematisierung den Nazis überlässt und sich selbst nicht quasi, weil er gefragt wurde, was sie ihn als Juden sozusagen kennzeichnet. Und er hat das eben von sich gewiesen, gesagt, er will mit diesen Kategorien nichts zu tun haben. Aber das nur am Rande. Meine Frage wäre, ich habe das nicht ganz mitgekriegt, dieser englische Aufsatz, der publiziert wurde oder nicht publiziert wurde? Germany Opera. Genau. Das ist ein Diskussionspapier, das sich im Nachlass findet und okay. Das Neurath geschrieben hat für sein Re-Education Committee. Ja. Das ist nicht publiziert, das findet sie nur im Neurath-Nachlass in Harlem. Okay, und gibt es irgendwelche, hat er das mit seinen englischen Kollegen in irgendeiner Weise diskutiert, diese Idee, gibt es dafür irgendwelche... Diese Idee? Ja, genau. Ja, gibt es dazu irgendwelche Evidenzen? Er hat eigentlich hauptsächlich mit Emigranten und Emigrantinnen diskutiert und da war eben der Widerspruch ziemlich groß. Also Beispiele, wo es besonders ausführlich war und die mir einfallen, sind neben Dora Lucker, das war die Schwester von Emil Lucker, waren beispielsweise Rosa Shapire, also die Schwester von Anna Shapire, da kommt das immer wieder, sie widerspricht ihm vehement. Was ist die Hauptsache, in der sie widerspricht? Was ist das, was sie das, dagegen sagt? Ja. Oder was sie sagen dieses Kernargument, dass zum Beispiel diese Geniebiografie von Goethe oder dass Goethes Texte irgendetwas mit Nationalsozialismus oder mit autoritären Ideologien zu tun haben, das sind alles Leute, die deutsche Kultur, in der sie aufgewachsen sind, hochleben lassen wollen und die wieder zurück wollen und die das eigentlich nicht einsehen, das was Neurath da versucht zu konstruieren. Ganz ähnlich übrigens bei Karl Herz, das war der Bezirksbürgermeister von Berlin-Kreuzberg, auch ein Sozialist, der dann nach Palästina gegangen ist, der genau in dieser Weise widerspricht und es gibt unzählige Beispiele dafür. Das ist analog zu der Diskussion um Platon, oder? Es ist auch ungefähr die gleiche Zeit, nur sind diese Platon-Aufsätze ja veröffentlicht worden und da gab es sozusagen auch eine veröffentlichte Debatte, während das alles Briefdebatten sind, ja, die sich um diese Beiträge herum. Und habe ich das jetzt richtig, wenn du was direkt dazu weißt, habe ich das richtig in Erinnerung, dass du gesagt hast, da argumentiert auch dagegen, überhaupt von bester Literatur zu reden in Deutschland, oder wie, bei der Re-Education? Oder ist es quasi das, was du sagst? Das nicht unbedingt. Das nicht. Er nimmt diese Best Literature als Beispiel, aber nicht, um gegen beste Literatur zu sprechen. Aha. Okay.
Gut, jetzt kommst du, Fritz. Ja, danke. Wir haben ja schon einiges diskutiert. Das englische Klima ist für Neurath, glaube ich, besonders stark besetzt, nämlich positiv besetzt. Und vielleicht, bevor ich das nur kurz frage, den Hinweis zum Antisemitismus. Es gab im Wiener Kreis waren alle assimiliert und unorthodox. Also niemand hat das jemals als Argument vorgebracht, trotz grassierendem Rassenantisemitismus. Mit Ausnahme. Neurath war ja konfessionell, ja, nicht jüdisch, das war ja nur nach den Nürnberger Rassegesetzen quasi. Ja, und das Argument mit Gombrich würde ich sagen, ja, das war deren Position, mit Ausnahme von Josef Schächter, der also bewusst als Rabbi erzogen, also diese Position vertreten hat und die Philosophie und Religion zusammenbrachte. Aber zu England vielleicht, diese Diskussion wurde überlagert zusätzlich mit einer positiven Plato-Rezeption in England. Und da stellt Neurath interessanterweise eine Analogie her, wer den kategorischen Imperativ lobt, wird auch Platons Politeia begrüßen, im Sinn eines autoritären Entwurfs der Gesellschaft. Es gibt du hast ja darüber gearbeitet, eine heftige Kontroverse in England über die Plato-Rezeption. Nur war Neurath nicht allein bei der kritischen Kant-Lektüre, denn schon William James hat ein ähnliches Argument vorgebracht, vor 1914, mit dem kategorischen Imperativ, der in den Ersten Weltkrieg wird. Aber das ist nur eine Erläuterung, aber meine Frage ist folgende: Neurath hat gleichzeitig mit diesen Publikationen an einem Buchmanuskript gearbeitet über Persecution and Tolerance. Und da macht er globalgeschichtlich den Versuch, Verfolgung und Toleranz vergleichend darzustellen, und zwar mit Hilfe von Isotypen übrigens. Es gibt Konzepte, wir haben teilweise das abgedruckt. Und noch nicht im vollen Bewusstsein der Shoah. Und hier denke ich, müsste man diese beiden Aktivitäten in Zusammenhang bringen und nicht isoliert interpretieren. Wie würdest du das sehen? Welche beiden Aktivitäten meinst du? Die Arbeit an diesem Manuskript, ja, und wir haben die Skizzen davon, ja, ja, und diese Neuraths Kritik am Kantschen kategorischen Imperativ, ja, und dann an Plato. Na, das ist sicher, das wäre sicher vernünftig. Mir scheint nur, dass was wir haben von Tolerance and Persecution, das war ja tatsächlich ein großes Projekt und das war finanziert von einem amerikanischen Kaufmann, also der hieß auch Edgar Kaufmann, hieß der, und Unternehmer Kaufmann. Und Marie Reidemeister und Otto Neurath schreiben ja immer, dass auch schon in der holländischen Zeit, dass sie hauptsächlich eigentlich von dem leben, also von diesem Buchprojekt. Das war materiell ganz wichtig. Umso erstaunlicher eigentlich, dass außer diesen, ich glaube es sind 6 oder so Notizbücher, wir nicht viel mehr haben. Allerdings gibt es auch wiederum in der Korrespondenz viele Themen, die da verhandelt werden. Das ist ja wirklich eine Riesengeschichte, die da aufgezogen wird, wo Hexenverfolgung, Protestantenverfolgung, alles vorkommt. Also alle Verfolgungstraditionen der Geschichte verhandelt werden. Das wäre wahnsinnig spannend, das zu verbinden. Das finde ich auch. Ja, ich glaube nicht, dass sie da Widersprüche auftun, sondern dass das eigentlich eine historische Fundierung seiner These wäre. Aber ich finde es interessant. Offensichtlich war es so, dass Reidemeister und Neurath oder Neurath und Neurath später dann mit so vielen anderen Dingen beschäftigt waren, dass sie dieses Projekt nicht weiter getrieben haben, weil das sollte ja das Nachfolgeprojekt zu Modern Man in the Making werden, also ein neues Buch bei Knopf. Das ja, das glaube ich, eines der erfolgreichsten war, die das Neurath gemacht hat. Und das ist, glaube ich, sehr weit von der Fertigstellung entfernt geblieben. Schade eigentlich. Also ich habe da mal reingeschaut vor sehr langer Zeit und ich fand das sehr schwer zu verdauen, weil ich fand, das war irgendwie so
kursorisch und ohne Material und einfach was ihm eingefallen ist. Ich fand das irgendwie, also quasi, das ist jemand, der etwas Historisches versucht, ohne wirklich Zugriff zu haben. Also Marie Neurer schreibt zum Beispiel, dass sie tagelang in der Bibliothek gesessen ist. Ja, ja, also ich habe immer gedacht, ja, aber damals habe ich kennt das nicht damit irgendwie. Aber es ist wirklich sehr, sehr subjektiv. Und ja, aber klar, ich glaube auch, dass es interessant wäre, das zu. Ich sage nur, ich jetzt. Ja, eben vielleicht auch nochmal kurz zu diesem Antisemitismus-Punkt. Ich fand das jetzt wirklich einen sehr interessanten Aspekt, dieses sich selber erst im Nachhinein sozusagen nochmal zu überlegen oder vor Augen zu führen in so einer Selbstbefragung oder fast ja schon Psychoanalyse auch so ein bisschen in dem Ansatz selber zu sehen, in welcher Rolle war ich da in diesen 20er Jahren in Wien und wirft ja schon nochmal die Frage auf, also ich meine, es gibt ja jetzt seit 20, 30 Jahren wirklich sehr gute Forschung, die einfach ganz klar zeigt, sozusagen dieser Antisemitismus, der sich lange vor 1938 ja, ja, entwickelt hat, also und dieser sozusagen dieser Gap zwischen der Frage, wie weit gab es dieses Bewusstsein während dieser Zeit und wie weit sozusagen entsteht das auch im Zuge dessen, dass man sich im Nachhinein vielleicht, also einzelne Personen das nochmal anders überhaupt anschauen, also das fände ich irgendwie auch nochmal eine wichtige weiterführende Frage zu ja, zu diesem, wer reagiert darauf wie oder wer hat zeitgleich ein Bewusstsein darüber oder denkt darüber nach. Und mir ist eingefallen, ich habe mir mal diesen Nachlass von Josef Papalinka in Jerusalem angeschaut und das Interessante ist, dass der zum Beispiel, also vor 1914 auf jeden Fall, auch schon in den 1880er, 90er irrsinnig viele Notizen über Antisemitismus sich macht und darüber nachdenkt, wahrscheinlich eher ausgehend von diesen Pogromen in Osteuropa zum Beispiel, aber der eigentlich zeitgleich ein ziemlich starkes Bewusstsein offenbar über diese Situation eigentlich hat. Also gerade vor dem, also es ist eher so eine offene Frage, Anmerkung, Beobachtung, das ist, glaube ich, echt nochmal, also zeigen diese zwei Ebenen, glaube ich, eine richtige Forschungsfrage. Ach, auch. Das war ja auch auf der politischen Ebene unglaublich präsent. Ja, zwei von drei großen Parteien waren explizit antisemitisch. Antisemitenbund und so weiter. Also das war ja auch auf der organisationspolitischen Ebene unglaublich präsent und eigentlich mehr oder weniger ungeschminkt vorgetragen. Also was schon sein kann, dieser Aspekt, die sozusagen diese konfessionellen Zugehörigkeit, das glaube ich viele, also auch noch dachten, das betrifft mich nicht und dann wahnsinnig überrascht waren, dass, wie sehr sie es betroffen hatte. Gerne. Eine kurze Ergänzung zu dem, was Monika gesagt hat. Also ich bin auch auf Zeitungsartikel von Bob Lincoln gestoßen, wo er wirklich als Gegner von Karl Rieger auftritt und von dem Antisemitismus, den er vertreten hat. Das heißt, er hat sich selbst so in der Öffentlichkeit positioniert und dann später in den 20er Jahren, als dieses Lincoln-Denkmal enthüllt worden ist, war das auch wieder Thema. Ne? Also dass jetzt nach dem Rieger-Denkmal, was ja auch 26 war, auch dem Lincoln ein Denkmal gesetzt wird, der ja als Gegner von Rieger galt. Ja. Gerade Neurath, der ja ein Rücker ist, kein Schrecklicher ist, oder? Ja, Hans nochmal. Nur eine Bemerkung dazu. Wir neigen natürlich dazu, auch aus der Forschungsseite immer, Antisemitismus als ein Vorurteil zu sehen. Wir müssen aber sehen, dass in der Stadt Wien und in der Stadt Luegers es gab keine einzige europäische Stadt, die in der Weise die Vorwegnahme des späteren Nationalsozialismus war, wie Luegers Wien. 1897 bei Amtsantritt des Bürgermeisters Lueger werden alle linken, liberalen und jüdischen Elemente sozusagen aus der Stadtverwaltung entfernt. Die werden alle entlassen. Die Nürnberger Rassegesetze vorweggenommen. Das war die einzige Stadt der Welt, wo das angewendet worden ist. Hitler hat hier gelernt, das war seine Schule. Hitler hat geweint, als Lueger gestorben ist. Ja. Das, also wenn wir uns das, wenn wir diese Sättigung, das habe ich sehr spannend, mit Antisemitismus nicht sehen will. Ja. Darum umgekehrt, für die betroffenen Juden war es gar keine Möglichkeit, also man muss ja verrückt werden, wenn man ständig wahrnimmt, ich bin eigentlich also ein Verfolgter. Ja, heutzutage ist es in Mode, dass man gern sie darstellt als Opfer, aber das ist psychisch unerträglich. Ja, wir haben auch viele Zeugnisse von damals, die gesagt, wir sind in die Schulklasse gegangen, na, ich habe nichts gemerkt von Antisemitismus. Ja, aber, also verrückt. Ja, wir haben also, die Zeugnisse sind dann different, aber die Stadt war so gesättigt damit, ja, dass das gar nicht zu vermeiden war. Und umgekehrt, wenn man das
weggeschoben hat. Nur ganz wenige, dass der Titel zum Beispiel in der kleinen Nachbemerkung über Houston Stuart Chamberlain und Spinoza, sondern der ganz wenigen Zeugnisse, wo er sich klar äußert dazu. Ja, das kommt sonst kaum vor. Die Betroffenen, ja, haben nicht sich gewehrt in der Welt, war auch gar nicht möglich. Ja. Ich möchte nur die Anmerkung machen, auf Seite 44 seines Mein Kampf schreibt der gewisse Adolf Hitler, dass er seinen Antisemitismus in Wien von Bürgermeister Dr. Karl Lueger gelernt hätte. Das sind die 20er Jahre erschienen, ist bekannt. Und der Norbert Leser hat aber geschrieben, eigentlich, also da war das Buch ja noch nicht veröffentlicht, weil man konnte Mein Kampf nur quasi, wenn man es irgendwo besorgt hat auf dem Flohmarkt oder daheim gehabt hat als Erbe. Und der Norbert Leser hat geschrieben, das war alles der Schönere. Der brave Lueger, der war ja gar nicht so schön. Ich glaube, er hat, glaube ich, irgendeinen jüdischen Amtsarzt im Amt gelassen. Und darauf bezieht sich das berühmte Wort, wer ein Jude ist, bestimme ich. Das war nur eine Ausnahme von einem Beamten. Und da hat er seinen Anhänger gesagt, so quasi, halt die Goschen, wer ein Jude ist, bestimme ich. Ja, aber das war der Amts. Wobei man vielleicht auch bei dem, was du gesagt hast, da noch dazu erwähnen sollte, den Antislawismus. Ja. Weil das war in etwa dasselbe in Rosarot, mit, auch mit Beseitigung der entsprechenden Beamten. Also das heißt, ich wundere mich, dass da so eine Diskussion da überhaupt geführt werden kann. Das war, was da unter Lueger passiert ist, das war eines der zentralen Aspekte, nicht der einzige, man muss die anderen auch sehen, seiner Bürgermeisterzeit. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja genau das Interessante, dass der Neurath erst im Exil so richtig das zu rekonstruieren versucht und er selber eigentlich diese Dimension in der Zeit in Wien viel weniger stark wahrgenommen hat. Und dass das für ihn eine Möglichkeit, ja, sogar der Blick aus Großbritannien dann ihm das ermöglicht hat, so diese Art von Rekonstruktion eigentlich zu machen und wo er das stärker sieht. Ja, genau. So habe ich das verstanden. Ja. Ich glaube, dass da viele der Jüdinnen und Juden damals in Wien sich überhaupt nicht zu diesem gemeinten Judentum zugehörig gefühlt haben. Eben quer durch, die haben sich alle gewundert, Karl Kraus zum Beispiel. Also der hat zwar gewusst, okay, ich bin Jude, aber nicht das Gemeinte. Die haben das nicht ernst genug genommen. Das war das Absurde irgendwo. Ja. Ich habe noch eine Frage, noch einmal zurück zu den Genie, zur Genie-Sache bei Zielsen. Da hast du ja ganz zu Recht gesagt, dass er warnt vor absoluten Werten. Und in unserem Band schreibt ja die Bernadette Dreisinger, dass das sehr plausibel ist, wie er das argumentiert, dass aber das Ideal der Sache sehr absolut daherkommt. Und dass es eigentlich nicht leicht rekonstruierbar ist aus dem, was er schreibt, wie diese absolute Wertung begründbar ist. Und ich finde, das hat was zu tun ein bisschen mit den Rezensionen, die du da genannt hast, die ich nicht gekannt habe. Es legt sich, finde ich, sehr nahe, dieser Gedanke, will ich in einer Welt leben, in der so in der Art von Absolutheit angeblich nur um objektive Werte geht. Das ist zumindest, also ich sage nicht, dass man das nicht, ich glaube eben, man kann dieses Buch, und ich habe das ein bisschen versucht zu rekonstruieren, dass das einen Stellenwert hat, warum man das so macht, aber wenn man es einfach so liest, ist die pathetische Vehemenz, mit der das auftritt, schon überraschend für jemanden, der sagt, absolute Werte, vor denen warne ich. Also dass ich finde zumindest, dass das von der Bernadette berechtigt ist, das zunächst, oder das wollte ich ins Spiel bringen und dich noch fragen, was du davon denkst, aber das richtet sich auch ein bisschen an den Hans natürlich. Schwierige Frage. Ich finde ja den Tonfall, in dem Zielsel schreibt, also weniger rigid, sondern ich finde es eher so ein bisschen ironisch teilweise. Das letzte Kapitel. Ja, ob es dasselbe ist,
weiß ich nicht. Also ich finde diese Rezensionen, die er als Beispiel gebracht hat, von Friedel oder so, der schreibt ja die ganze Zeit auch, dass er eigentlich keine inhaltlichen Einwände formulieren kann und am Schluss kommt dann diese Dinge, okay, das mag schon alles stimmen, aber in so einer Welt möchte ich nicht leben. Das ist natürlich auch nicht unbedingt die Höhe des Diskurses, wenn man das so macht. Also ich würde das jetzt nicht gleichsetzen, aber vielleicht mag der Hans dazu was sagen, bitte. Ich glaube, er möchte. Ja, so, denke ich, das richtet sich an. Ich habe das eigentlich nie so grob empfunden, aber natürlich, ich neige auch dazu. Also mir war das sympathisch, in so einer Welt möchte ich schon leben. Aber ich erkläre mir das, wie gesagt, sehr stark, als dass das die einzige Form der Abwehr des Bestehenden war. Auf was sollte man sich berufen? Die Arbeiterklasse war nicht stark genug in Österreich, auch nach 1980, war nicht mehrheitlich. Ja. Also, andererseits waren die Arbeiter diejenigen, die am wenigsten antisemitisch waren. Ja. In der Sozialdemokratie waren das die Kleinbürger, also die Kleinen wie allgemein. Aber mehr konnte man konnte auch nicht mythologisieren. Und dann war dieses Sachideal, unterscheiden wir ihm in dem Buch charakteristisch, seine Attacke gegen Houston Stuart Chamberlain, der wirklich einer der übelsten war. Ja. Aber, und auch einer, der theoretische Fundamente geschaffen hat. Das theoretische Fundament. Und ja, da ist natürlich da das Ideal der Sache gegenüber solchen Leuten verständlich. Ja. Und nicht so absolutistisch, wie es, wenn man das abstrakt und im Nachhinein liest, verstehe ich auch das Argument mit dem Absolutismus. Also, das ist aber zu alt. Ja, ja. Aber aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang, also im Rahmen sozusagen einer Sozialgeschichte der Ideen, würde ich das wieder ein bisschen legitimieren. Dann, ich wollte ganz kurz dieses Thema mit dem des Antisemitismus kurz verbinden, weil man sieht bei antisemitischen Passagen der Zeit damals, dass den Juden oft vorgeworfen wurde, zu rationalistisch eingestellt zu sein. Das findet man bei Jakob Wassermann, aber auch bei Felix Salten. Die sagen ja, sie wollen alles rationalisieren und so weiter. Dann finde ich umso interessanter, dass Zielsel aus dieser Rationalisierung wirklich einen absoluten Wert, so er steht dazu und er spricht wirklich vom absoluten Wert, sogar vom metaphysischen, obwohl er sonst so Antimetaphysiker war, aber er sagt, das ist das Metaphysische, das setzt man als absoluten Wert. Zugleich aber wollte ich auch darauf hinweisen, dass er sagt, ja, das ist das absolute Ziel, das wir aber nie erreichen werden. Das heißt, es bleibt so eine Art Offenheit trotz metaphysischem Charakter. Gut, dann glaube ich, machen wir jetzt erstmal, ich glaube, es ist die Pause jetzt angesetzt. Stimmt das oder noch nicht? Nein. Die Pause ist jetzt angesetzt.